Erstes Saisonspiel für Manuel Hornicht, Ex-Kapitän. Vor 13 Monaten noch in der zweiten Liga in Sandhausen hatte er sich so schwer verletzt, dass er erst jetzt sein Comeback geben kann. Norbert Meyer setzt ihn in die Innenverteidigung für den gesperrten Salga. Außerdem Ulm für den angeschlagenen Christian Müller. Erfurt nach 7 Niederlagen in Folge total verunsichert. Und Bielefeld sofort aktiv. Mast auf. Klos, Top-Torjäger der Liga, beweglich, geschmeidig mit seinen 1,94 Meter und sofort gefährlich. Aber auswärts Arminia zuletzt nicht überragend. 3 Spiele, nur 1 Punkt und kein Tor. Aber schon wieder Mast auf den Innenverteidiger, auf Julian Börner. Da ist Glewin und David Ulm. So leicht geht das. Kein Erfurter bei Ulm. 12. Minute 0:1. Normalerweise trifft der per Elfmeter. Hier waren es gerade mal 6 und alles viel leichter. Norbert Meyer sagt von sich, ich bin immer heiß wie Frittenfett, heiß auf die zweite Liga. Die Rechnung ist klar. Noch 3 Siege in 5 Spielen, dann ist alles definitiv. Und alle Stammspieler würden dann bleiben. Auch Fabian Klos. Hemmlein auf Mass, aber da steht einer richtig. Fabian Klos, 19 Tore bisher. In der Aufstiegssaison 12-13 waren es 20. Nur 1 fehlt also noch. So ein Schuss kann auch ihm mal passieren. Aus der zweiten Reihe versuchen sie stets, Christoph Hemmlein einzusetzen. Ecke dick, aber den hat in Erfurt keiner auf dem Zettel. Eine frühe Entscheidung wäre gut fürs Pokalhalbfinale am Mittwoch. Und dann kommt ja noch Kiel in der Liga. Die Erfurter Defensive fahrlässig, die Bielefelder unüberwindbar. Manuel Hornig freut sich über die Null zur Pause. Zweite Hälfte. Erfurt bis dahin ohne jegliche Torszene. Dann Jutt, Tyralla, Aidi. Missverständnis, so typisch. Mass nutzt es aus. Tom Schütz auf Fabian Klos. Und Glewin im Tor, der weiß nicht, wohin mit sich. Raus, rein. Der Ball jedenfalls, der ist drin. 0:2, sein 20. Saisontreffer. Klos, den sie Miro rufen, weil er so treffsicher ist. Er nutzt die Unentschiedenheit von Glewin perfekt aus. Klos, der rackert immer für die Mannschaft, ein Teamplayer. Er sieht Ulm hinten, aber der direkte Versuch ist hier die bessere Alternative. Norbert Meyer, jetzt ist es da, das beruhigende 0:2. Und sein Kollege Christian Preußer rastet erstmals aus in seinem 4. Spiel als Trainer. 31 Jahre alt, Riesentalent. Deshalb hat Erfurt in dieser Woche seinen Vertrag verlängert, trotz der schwarzen Serie. In der Kabine hatten die Bielefelder bemerkt, der Glewin steht immer zu weit vor seinem Tor. Jetzt versucht es einer auf verrückte Art und Weise. Hemmlein! 60 Meter! 0:3. Erfurt war vor kurzem noch Tabellenzweiter, auch dank Glewin. Es war nur eine Blase und irgendeiner hat eine Nadel reingesteckt. Hemmlein versucht es tatsächlich direkt. Der Tipp brillant umgesetzt. Glewin, er ahnt das Unheil, aber er ist einfach zu weit vorne. Norbert Meyer, das Tor fällt links. Aber gejubelt wird rechts. Diesen Treffer, den wird man noch öfter sehen. Erfurt hatte auch in der zweiten Hälfte keine einzig zeigenswerte Chance. Immer das gleiche Bild. Chichos verliert den Ball an Junglas. Und der hat so viel Platz. Und Auge hat er auch noch für David Ulm. Diesmal ist es ein ungleiches Duell für Glewin. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel nun ein 4:0-Sieg in Erfurt. Durch Tore von Klos, Hemmlein und zweimal David Ulm. Erster Doppelpack für ihn. Aber die Fans, die forderten einen anderen in die Kurve. Den Ex-Kapitän Manuel Hornig. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, habe aber auch großen Respekt gehabt, wenn man dann ein Jahr nicht mehr dabei ist. Und es ist wirklich super toll für uns gelaufen. Ich bin froh, wir wollten die Null halten. Wir sind weiter! Wir sind weiter!
Sie sind fast aufgestiegen und jetzt kommt Wolfsburg zum Pokalfinale. Haben Sie denn so ein bisschen in der Stadt so diese Euphorie schon mitgenommen, so ein bisschen gespürt, so Richtung Milch? Sie gehen gar nicht in die Stadt? Nein. Ich wohne auf dem Land und freue mich, wenn ich morgens die Kühe sehe, wenn sie mich wecken. Da ist meine Art, damit umzugehen. Wir können ja nur gewinnen. Wolfsburg ist der Favorit und die müssen gegen uns ihre Leistung bringen. Und wir laufen wieder um unser Leben und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Also ist noch gar nicht in Ihrem Kopf drin? Ja, das kommen Sie mal vorbei in Bielefeld, dann werde ich Ihnen das alles erzählen. Ab Montag sind wir wieder zu erreichen. Der Meier, er lässt sich nicht aus der Reserve locken. Dabei kann es eine historische Woche werden für Arminia Bielefeld.